Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute lasse ich mal ich muss New Game machen. Warum funktioniert das nicht? Muss ich noch einen härteren Reset dranhauen? Warum hat er immer noch diese Position dran? Okay, jetzt hat er es nicht mehr. Okay, F6 Enter, mal gucken, ob er das noch drin hat. Mache ich mal 50 Sekunden pro Zug. So. Deswegen auch die. Ach, warum ist der noch dabei? Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Mephisto MM3000 gegen Level 2 gegen Novak Chess Champion Super System 3. 50 Sekunden pro Zug. Ich gebe ihm mal weiß, damit hier nicht wieder dieses. Ich kann ja mal ihn ziehen lassen und dann muss ich mal gucken, dass er was anderes zieht. Außer E5, also er. Nicht, dass wieder diese E4, E5-Klitsche kommen, wie D4, D4 nimmt. Dame nimmt Springer C6 und dann fängt es mit Dame D5, fängt die fantastische Spielweise schon an. Ich weiß gar nicht, ob er so eine Art Zufallsmodus dabei hat hier. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich muss natürlich auf diesem Brett immer übertragen. E2, E4. Irgendwie zur Seite, dann sieht man das ja trotzdem noch. E2, E4. C5, das ist schon mal gar nicht schlecht. C7, C5, Enter. Übertragen. Ich kann aber gucken, ob ich den noch etwas mehr beschleunigen kann, ob hier nicht hier alles, was geht, möglich ist. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, immer 50 Sekunden zu warten für jeden Zug. Kommt bestimmt D4. D2, D4, das ist seine Standardantwort hier. Ja, natürlich noch Theorie, nehme ich mal an. Na doch nicht. Und schon haut er ihn aus dem Buch. Ich befürchte, es kommt die gleiche Soße. D4 nimmt, Dame D4 nimmt, Springer C6, Dame D5. Ich übertrage am besten erst. Ich muss eine feste Reihenfolge anhalten. Mal gucken, wie das im späteren Verlauf wird. Vielleicht später, wenn es nach der Eröffnung ist. Also Springer F3 kann man vergessen, dass er jetzt gezogen wird. Natürlich kommt Dame, die 4 nimmt. Alles hier die gleiche Show, die er spielt. D1, D4, Enter. Ja, die wird er wohl jetzt angreifen, die Dame. Springer C6 und dann. Das ist eben schwierig. Er will die Dame zentral halten. In der Position hier. B8, C6. Mann, ich hoffe, dass ich mich irgendwann mal freigekröcht habe. Meine Güte. Das Problem mit dem Mikro ist mit dem Handmikrofon. Das schwankt zu so sehr an der Lautstärke. Sobald man das Mikrofon auch nur ein bisschen vom Mund entfernt. Dame D5, der beste Zug der Welt. Da muss man schon sein Spiel dem Gerät anpassen. Das heißt, man muss dann, wenn man dagegen spielen möchte, erstens muss man natürlich gegen das Originalgerät Ewigkeiten warten für die Züge. Und dann ist natürlich noch, dass man dann selber, ja, vielleicht Igel-System spielen muss oder sowas. Springer auf 6, da kommt schon der nächste Springer. Jedem Anfänger würde man auf die Finger hauen, dass das die Dame, die das ist, natürlich Quatsch, die so oft zu ziehen hier. Die Dame ist die stärkste Figur. Ich weiß nicht, ob er das nicht gesehen hat, dass die Dame angegriffen wird oder was da war. Ich frage mich da bei solchen Zügen, ehrlich gesagt, inwieweit die Rechentiefe eigentlich hier vorhanden ist von dem Gerät.
So, D5, F5. Die, genau die gleiche. Meine Güte. Was ist denn los hier? Genau die gleiche Soße. Wie auf E4, E5. Ich frage mich, warum das hier. Ich kann nochmal das Buch rausholen. Wo ist es? Was ist das? Was ist ein anderes? Das war's nicht. D7, D5 voller Dankbarkeit, D5 noch hinterher. Guck mal gerade, ob ich hier diese Partien drin habe vom Super Chess System hier. Warum die nicht auf solche Partien gekommen sind. Mal gucken. Lippo, ich habe gezogen. Dame F3. Das ist totaler Crap, was der jetzt sieht. F5, F3. Und instant gezogen. D5, E4. Und was soll man sagen hier? Das könnte ein Grund sein, warum man hätte diesem System vielleicht doch eher eine Eröffnungsbibliothek geben sollen. Ich habe irgendwo in einem Buch hier. Da sind auch von den Super Chess System Partien drin. Das Inhaltsverzeichnis hier. Ich habe jetzt auch nicht die Zeit, hier nachzugucken. In dem Buch. Aber ihr könnt mir glauben, die Partien waren auch totaler Crap. Und was kommt noch nachher? Der nächste totale Crap. Damit C3. Eine Parodie des Schachs. Jetzt kann er doch einfach E7, E5 ziehen. Das tut dann ganz, ganz easy mal. Ja gut, da kann er Läufer B5 drauf ziehen. Um auf Läufer B4, Läufer B5, Läufer schick Schach zu machen. Und kann einfach wegnehmen, den Läufer. Also, ich dachte erst irgendwas mit dem Damenspieß, aber das tut wohl mit dem Läufer Damenspieß, aber das tut wohl nicht. Ihn kann ich leider nicht beschleunigen. Ich wollte doch lieber ein Echtgerät vor mir nehmen, anstatt hier Emulator gegen Emulator zu machen. Hier kann man ja auch aufklappen, das Ganze hier. Dann sieht man hier diese Figuren. Wunderschöne Kanalspende. C8, G4. Okay, es droht jetzt einzügig matt hier. C8, G4. Alter. Ja, das war natürlich totaler Crap, was er gezogen hat. Also, ich weiß nicht. Wie oft hat er Dame D4, Dame D5, Dame F5, Dame F3, Dame C3? Fünfmal nacheinander die Dame gezogen. Also, das ist zu anfängerhaft, um dem Ganzen irgendwie einen Master-Chess-Titel zu geben. F1, E2... A8, C8. A8, C8. Enter. Ja, Schwarz steht natürlich schon total überlegen hier. So ein Crap darf man nicht spielen. Da muss man wirklich, wenn man den hat. Da muss man. Mann! Vielleicht hätte ich ihm besser Schwarz geben sollen. Dem Chess-System. E2, G4, während der Lippo aus dem Kröchen nicht mehr rauskommt. E2, G4, melde sich das nächste Kröchen an. Ich kann jetzt auch nicht dahergehen und alles rausschneiden. Da muss ich eingehen. Ich bin mal gespannt, inwieweit der MM1 das überhaupt nutzen kann. Also so langsam sollte ich mal langsam mit dem Kröchen aufhören. Versuche schon fleißig dabei zu trinken, aber es scheint anscheinend nicht zu helfen. G1, E2. Sehen Sie die Kröche als Musikuntermalung an. Das ist die Mucke des Videos hier.
Das ist schade, dass man nicht. Ich glaube, das würde auch mit dem Speichern etc. nicht gehen. Dass man die Musik nicht als zweite Tonspur hat. Dass man quasi die Musik nicht bei wahlweise ausschalten kann. E7, E5. Und schon droht hier das besagte Läufer B4 Schach. Er hat kein Läufer B5 mehr. Also das ist totaler Crap, was hier gelaufen ist. Und selbst wenn die Dame jetzt Vasallen zieht, Dame G3 würde Sinn geben, greift ja den Springer an. Meinetwegen, was würde überhaupt Sinn ergeben? Rochade, ja, Rochade zum Beispiel, gibt auch einen Sinn. Rochade, E1, G1. Ich frag mich, ob man, obwohl, dann muss man im Programm was verändern. Wenn man den quasi modifizieren wollte, eine Öffnungsbibliothek geben. Was dann wohl so passieren würde. Aber daran sieht man auch, dass eine, auch wenn es nur eine kleine Öffnungsbibliothek ist, die hilfreich ist, um quasi zu verhindern, dass er diesen Crap spielt. Ich glaube auch schon, dass diese Partie genauso gelaufen wäre, wenn er, da wo, ich weiß nicht, wenn er, ich sollte wirklich den Mobil mal ohne Theorie spielen lassen. Eigentlich hätte ich das gestern noch mal gemacht. Ohne Buch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der MM1 ohne Buch E5 zieht. Auf E4. Und dann ist auch D4. D4 steht Springer, Dame D4, Springer C6. Ich glaube, das sieht ja auch ohne Buch. Diese ganzen Züge, weil hier war ja auch D4, da war auch out of book. C6, D4, kann natürlich sein, dass er jetzt nicht unbedingt Sizilianisch spielt. C6, D4, Enteros. Ja, und ihn lasse ich hier spielen. Als Emulation, weil der hier, da muss ich ja wirklich die 50 Sekunden warten. Und das wäre einfach zu lange. 50 Sekunden, das wäre bei 10 Zügen 500 Sekunden. C3, D2, Enter. Ja, und jetzt eigentlich kann ich hier schon sein lassen, das ist gelaufen, die Partie. Die Qualität ist weg, auf Springer C2 schlägt. Auf Darmtausch kann er mit dem Turm nehmen. Der C2 ist ja nicht irgendwie gedeckt oder sowas. Was sagt er denn? Lippo, was eine Lusche. Wie lächerlich. 0,00? Da irgendwie gelitten oder was? Er zeigt dir an, D4 schlägt C2. Und das Bewertung 0,00. Das habe ich gar nicht sehen. Was ist da der Remiszug hier? Man weiß es nicht. Er zeigt ihm hier nichts an. Springer C2 schlägt. Kein Zug vorhanden. 0, ich sehe ja keinen Sinn drin. Warum 0,00? Das versteht nur, wer es versteht. D4 C2. Warum 0,0 und warum zeigt er nichts mehr an? Aber ich auf Info macht, Defizit 2, dann zeigt er nicht den Gegenzug an. Ich weiß es nicht. Das ist doch kein 0,00. Will ich doch verarschen. Lepo, ich habe nur Kapitel von dieser Partie, darum zeige ich mal 0,00 an D2, D8. Die Damen werden getauscht. Wenn man schon Material verliert, muss man auch die Damen tauschen. Da ist immer nur 0,00 an. Willst du mich verarschen? Warum zeigt er keine Züge an? Der zeigt den ersten Gegenzug zeigt er schon nicht an. C8, D8? Ne, genau, 6,43. Dachte schon. Was ist los hier? Unverschämtheit. H3. C8, D8. Wird meine Waschmaschine alles gibt. D8 Lippo, C8, D8 Enteros. Ich glaube, das brauche ich nicht groß erwähnen, dass das nicht das Originalgerät hier ist. Die Abbildung, also das Display war nicht dabei beim Original. Das konnte man dazu kaufen als Erweiterung. Da haben wir das Display hier dabei. Das ist also schematisch dargestellt. C1, G5. Ein guter Trick.
Jetzt kommt ja einfach F6. Da muss der Läufer abhauen. Als nächstes kommt dann Springer A1 und das Problem ist dann, dass Springer C, dass Springer A3, Läufer A3 schlägt. Der Springer kommt wieder raus. Es ist einfach der ganze Turm. Und wenn das so sein sollte, dass er den ganzen Turm einfach gewinnt, dann würde ich einfach mal sagen, dann schon wieder 0,00. Was macht er hier? D8, C8, 0,00. Was ist denn los hier? Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte einfach F6 gezogen. Da muss der Läufer ja nochmal ziehen. Da hätte ich auf A1 mich bedient. Und dann nach C2 wieder raus. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was die hier manchmal spielen. Total sinnlos. Wieso hat er F6 verworfen? Wegen Baum? Jetzt kann er den Springer rausziehen. Da kommt Springer A1 und dann gewinnt es nur die Qualität. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn hier, was die für ein Klabaukenmist hier spielen. F1, C1. Das ist total sinnlos. Auch Turm C8 war schon total sinnentleert. Alleine schon, wenn ich hier sehe Info und dann zeigt er noch nicht mal den zweiten Gegenzug an. Info E4, E3, Variante Ende. Was ein Crap. Ich glaube, der MM1 hat so geschmeidig mal 50 MHz zu wenig. E4, E3, der nächste geile Zug hier, der geile Scheiß des Brettes. Ich meine, Turm C8 war schon total sinnlos. Einfach F7, F6. Der Läufer muss dann abhauen. Dann nimmt man auf A1 und freut sich über den Mehrturm. Was macht der Turm C8? Fesselt sich erstmal geschmeidig den Turm. Das ist zum Haare rauf, was die von Schrott spielen. Da müsste ich mit der Faust auf den Tisch schauen, aber nicht, dass ich den Tisch durchhaue, weil ich zum Hulk werde. Meine Güte. F2, E3. Das hätte so einfach der Mehrturm sein können. Meine, das ist allein schon, wenn ich hier auf Info drücke, da zeigt mir den Zug an, den er gerade berechnet, dann drücke ich auf Pfeil rechts hier, wo dann der Gegenzug kommt, mit dem er rechnet, nix. Lippo, ich rechne nicht mit Gegenzügen. Hier, Strich, 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 Strich. Jetzt kommt F6. But it's too late. Ich meine, nicht so gut. Maza ist auch Maza. F7, F6. Der hätte er sofort machen sollen. Was ein Ultimate Crap is that? Meine Güte, schmeißt du dich in die Ecke, wenn du siehst, was die hier spielen. Na gut, da rechnet ja Position, 100 Positionen in einer Minute. In 10 Minuten? Man weiß es nicht. Ich glaube, eine Position pro Sekunde, irgendwie sowas. Oh Mann, diese selektive Soße hier, die wieder zum Tragen kommt. Dann selektieren die Züge raus. Warum auch immer. Ach, F6, das macht doch keiner. So ein Blunder hier. Meine Güte. F6, G5. Hau ihn raus hier. F6, G5 und weg ist er. Tschüss, Alter. Ich rechne mal mit H3, G4. Da muss ich nicht geschmeidig zu lange warten. Dann kann man ja irgendwas anderes machen hier. Ich rechne den einfach mal hier nach da. Aber Turm C8, auf diesen total depperten Zug zu kommen, da muss man erstmal drauf kommen. Man zieht den Turm auf die C-Linie und kann den Turm nicht nehmen auf A1, weil der Springer gefesselt ist. Das ist der größte Müll, den ich bis jetzt gesehen habe hier. C8, C4. Super, das ist eine so gute Partie. Ich bin total begeistert. Was ist los hier? Ach, ich... natürlich hier auf dem Brett hier. Ich wollte bestätigen, dass er den gemacht hat. Mann. Das ergibt keinen Sinn. Statt aber den Turm zu gewinnen, macht er so ein Crap. Jetzt gibt einfach Springer D2, dann soll er den Bauern, kann er den Bauern noch nicht mal nehmen. Springer D2 greift den Turm an, den Bauern kann er gar nicht nehmen, weil der Springer hängt. Das ist so ein unfassbarer Crap. Wieso muss ich mich denn, ich wollte doch den MM1 gewinnen sehen, aber der lust hier gegen jeden ab. Aber F6 einfach, da komme ich gar nicht drüber weg. Läufer G5, F6, Läufer angegriffen, muss ziehen oder H3 meinetwegen, damit er geschlagen, dann auf G4 geschlagen, auf A1, da gewinnt ja noch nicht mal die Qualität. C4, C8, da wird immer besser hier. Boah, super geile Game.
Meine Güte, das ist so ein blunder Crap hier. Alleine Turm C8 hatte schon zwei Fragezeichen verdient, wenn nicht sogar drei Fragezeichen. Vielleicht hätten die den MM1 mit 20 MHz verkaufen sollen. Jetzt verstehe ich ja, warum ich den als zu schwach empfand. D2B1. Was? War genauso gut. War super. Eine Parodie des Schachs. Hilfe, Springer B1. Wer kommt denn auf solche Züge? Wieso nicht Turm B1? What's, warum Springer B1? Meint er jetzt wieder ein Remis kommen hier? Läufer C5 würde ich machen. Wenn der Springer geschlagen wird, dann fällt der Bauer auf E3 mit Schach. H7, H5, es wird immer besser. It was better and better. Lippo hier eintragen, H7, H5, diese Atemhose-Action hier. Das ist so fantastisch. Das ist ja noch nicht mal Kreisklasse. Ja, vielleicht Kreisklasse. Vielleicht die Jugendmannschaft. Die Mannschaft der 12-Jährigen. DWZ 850. Ich wollte hier das spannende Schach sehen. Stattdessen sehe ich hier Holy Crap. Springer A3. Genau. Er hat gesehen, was hier ja Sache ist. B1. Man geilt sich an dem Springer auf, aber der wird einfach geschlagen. Was hoffentlich der MM1 sieht, F8, A3, und da sieht ihr Depot 0,00, ich habe keine Bewertung am Start. Gegenzug auch keiner am Start. Lex on me. Meine Güte. Aber zumindest hat er nur kurz gesehen, dass B2, A3 eine mögliche Alternative als Gegenzug wäre. F8, A3, Enteros. Ich rate mal B2, A3, ich habe keine Geduld hier, los geht's hier, Tempus fugit. Der Gegenzug hier kommt sofort mit H5, G4, während er noch hier auf der Stellung lutscht. Das ist so spannend, diese Partie. Wer spielt den größten Crap? H5, G4? Naja, zumindest haben sich beide die Baustellen ruiniert in der Zwischenzeit. Turm C8, wie kann man auf so einen Crap zukommen? Was rechnet man als Gegenzug? Das hat doch keine Logik. Spock würde sich hier die Haare raufen, gegen den Computer treten. A1, B1, das war die Qualität. Die hätte ihnen gehören können, das wäre ihr Preis gewesen. Durch geschicktes Spiel konnte der MM1 verhindern, die Qualität zu gewinnen. Er wollte nicht zu einfach gewinnen. Er ist ein großer Chess-System 3-Fan. Oh Mann. Wenn das ein Mannschaftskampf wäre, würde es ja mit grauen Haaren wieder rauskommen. Am besten noch ihr Aufstiegskampf. Timmy, dessen Partie darüber entscheidet, dann denkt man schon, ah, da gewinnt die Qualität, wir steigen auf. Und dann ist da so eine Crap-Stellung entstanden. Der Star des Brettes, der Trippelbauer. Los Triplos auch genannt von den Fans. Turm B7 schlägt. Es würde mich nicht wundern, wenn er MM1 auch ablust hier. Los geht's hier. Und sofort instant gezogen. Der Bauer wird hier endlich geschlagen. Er war des Todes. Nein, da kann man gar nicht normal kommentieren, diesen Crap. Was will man da normal kommentieren? Eine Satire kannst du nicht normal kommentieren. Was haben wir denn? Wir haben drei Bauern, wir haben zwei, wir haben immerhin fünf Bauern, die MM1 mehr hat. Nach Turm schlägt C8 und Turm A7 schlägt, hat aber keine Bauern mehr. Der Triplos-Bauer, der ist auch nicht mehr wert wie der eine. Oh Mann. Da musst du dir die Haare raufen. C1, C8, C1, C8. Ich rate den Gegenzug, ach boah, er zieht so schnell hier. Das ist so gekonnt hier. F8, C8, Enteros, Turm A7 schlägt, und dann könnte Turm C2 kommen. Ich wähnte ihn schon als sicheren Sieger und er sich selbst auch. Lippo 6,45 plus und dann kam Läufer G5 und er drehte völlig durch. Bevor die Chips durchgebrannt sind, hat er gesagt, Turm C8, Turm C8, meine Chips brennen durch.
C8C2. Ja, meine Waschmaschine ist in vollen Zügen. Gleich macht sie Musik. Und ist fertig. Meine Güte. Schande, Schande. Zumindest muss man mit allem rechnen hier. Dieser spannenden Partie. Während das Chess-System 3 jetzt hier rum überlegt. A7, 8, Schach gesehen und Schach gegeben. Oh Mann. Ah, das hat noch nicht mal den Gegenzug anzeigt. Er zeigt den G8, F7. Ah, G1, F2, er zeigt einen Gegenzug an. Das ist fantastisch. König A7. Epicness awaits you. Oh Mann. Ich frage mich, ob das die gleiche Version war. Die haben mir ja auf Turnieren auch das System spielen lassen. Ob das die gleiche Version war. Oder ob die den Kohle zugesteckt haben in den Gegnern. Ja, hier hast du 100 Mark oder Dollar, whatever. Spiel kein E5 auf E4. Jo, mach ich nicht. Spiel passiv. G1, F2. Wer hat damit gerechnet hier? Wer kommt der Gegenzug sofort? Jo, er hat damit E3, D5. Den Zug hat er gerechnet. E3, D5. Die Spannung geht weiter hier. Die Computerweltmeisterschaft von 1965. So, meine Maschine, die summt nur noch vor sich hin. Gleich wird die Mucke folgen. A8, E8. Im Moment wirkt das Ganze doch sehr remislich, aber man weiß ja nie, wie die noch weiter patzen hier. Nach dem Verlauf der fantastischen Partie hier. D5, F4, der ist ja gefesselt. What? Achso. Ich bin so gut, ich gebe mir die Züge ein. D5, F4, das Spiel verwirrt mich auch hier. Meine Güte. Ja, es wäre natürlich hier der Massentausch. Ich weiß gar nicht, ob das schon verloren wäre. Ich kann mal kurz hinflitzen, die Maschine ausmachen. Dem Wippo muss das Ereignis, dass die Wäsche fertig ist, musikalisch kundgetan werden. Lippo, komm doch endlich her, du blöder alter Sack. Was wird denn gezogen hier? G2, G3... Der Springer wird angegriffen, das ist doch egal, ob der Springer einsteht. Egal. Ach, der hat er gar nicht nehmen können. Turm E5 schlägt, Springer Schach. Und damit hat er das Supersystem bewiesen, dass er gut spielt. Zackus, Schachus. Und ich würde mal sagen, ja, wenn die Figur jetzt gewonnen ist hier, ja, was soll man dann weiterspielen lassen? Springer D3 Schach auf Turm E5 schlägt, das hat das Supersystem gesehen. Es war nicht super genug, um diese Partie ausgeglichen zu gestalten. Das ist die Figur, ausgleichende Gerechtigkeit ist das, das ist die Figur, die hätte schon längst mehr haben müssen. Jetzt kann er sich auf E5 bedienen, dann ja, wird der Springer wieder weichen. Vielleicht nach C3, um dann auf A2 sich zu bedienen. Aber wir gucken mal weiter, vielleicht geschieht das große Wunder, dass das dann wird hier mit Springerturm gegen Turm und dann Remisos. E8, E5. Gut gesehen. Man könnte meinen, diese Partie wäre ein Zufallsprodukt, wenn man sich das so ansieht. Die Züge werden alle ausgelost. Da steht jemand mit einem Würfel und würfelt aus, welche Puppe ziehen muss. Muss natürlich regelkonform sein. Und dann darf er die ziehen. Würfelschach vom Feinsten hier. Hm. 7 Special Sekunden noch. F2, F1 natürlich zieht der König auf die Grundreihe, so ganz klar. Weil wir schon einen aktiven König haben. War es immer besser. Lippo, ich habe doch keine Ahnung vom Schach. Oh Mann.
Ich rate mal, Turm A2 schlägt, Turm A3 schlägt. C2, A2. Der Bauer war des Todes. Zack, weg damit. Da muss man das Supersystem auf 20 GHz beschleunigen, damit er dagegen gewinnt. Große Überraschung, Supersystem spielt bei der Mikroweltmeisterschaft mit. Der Terminator braucht ihn aus der Zukunft mit. 20 GHz. Zieht sie alle ab. Er verliert immer noch. E5, G5. Lust immer noch ab. Hier, Lippo. E5, G5. E5, G5. Kommt bestimmt Turm A3 schlägt, dann kommt Turm G4 schlägt. Da müssen die Bauern sich nur tauschen und zack, Remis. Weil die sowieso keine Ahnung von dem Spiel haben, könnte das durchaus der Fall sein. Also wenn man selber gegen solche Teile spielt, dann ist es vielleicht des Spielspaßes zuträglich, sagen wir es mal so, passive Systeme zu spielen, passive Systeme zu trainieren. Irgendwie Laseneröffnung mit B3 oder Igelsystem oder was ganz, oder eine Puppe vorgeben, keine Ahnung. E4, E5, Springer F3, Springer C6 und dann Springer E5 schlägt reinhauen mit dem Halloween Gambit. Ich glaube, dafür wurden die auch erfunden. G5, G4. Stefan, das Leute damals, die diese Schachfunk-Shooter hatten, die waren so gelangweilt davon, dass sie schon solche Gambits gespielt haben. E4, E5, Läufer C4 und dann Läufer F7 reinhauen, damit das ein bisschen spannend geht. Turm A2. Ja gut, es ist natürlich gewonnen, aber es ist gar nicht mal so einfach für diese alten Klötze hier, das zu gewinnen. Wenn er jetzt diesen König abklemmt, mit Turm C5, aber was erzähle ich hier? Welche Pläne sollen die spielen? Die haben keine Pläne. Der einzige Plan von denen ist es, Schach zu spielen. G4, D4. Man stelle sich vor, man müsste doch 50 Sekunden auf jeden Zug warten. Ich habe mal aus Spaß mal beim Fernsehgucken dagegen gespielt, gegen mein Schiffssystem 3, mit 3 Minuten pro Zug so nebenbei. Der hat genau die gleiche Soße gespielt. Dame D4 nimmt, Dame D5, Dame F5, genau die gleichen Crap hat er auf 3 Minuten gespielt. H7, G6, der König kommt, angeeilt hier. H7, G6, Enteros. Der König möchte gerne behilflich sein beim Erlegen des Gegners. Jetzt am besten König der Turm D7, König F5, Turm G7 schlägt. Das würde total dem Verlauf der Partie entsprechen. G3, G4. Meine Wäsche muss leider warten. Wetter soll auch wieder schön sein, weil ich habe mit dem Fahrrad zur Arbeit. Immerhin von 84 Kilo schon auf 80 Kilo runter. G6, F6. Okay. Nein, wenn man überlegt, dass er die Partie hätte schon längst gewinnen müssen. Andererseits lasse ich den ja dagegen spielen, deswegen ja, weil die ja gerade nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen. Zumindest hat er gegen den Companion, also das Chess-System, gegen Companion hat er mal Remis gespielt. Weil Companion plötzlich anfing, die totale Unfähigkeit an den Tag zu legen. F1, E1. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Partie noch Remis wird. Das heißt, es darf ja nicht, was nicht passieren darf, ist, dass der MM1 meint, der würde die beiden Bauern gegeneinander aufwiegen und dann meinetwegen, ja, der Turm schlägt irgendwann G7 und der König schlägt G4. Ein Schachgebot, natürlich, der Lippo wird nicht enttäuscht. Schach gesehen und Schach gegeben. Lippo, mir fällt nichts ein, ich hab Kopfschmerzen. Zack, Schach. Patzer geben jedes Schach. Gebe stets an Schach, es könnte Matt sein. E1, F1.
Und sofort kommt F6, E5, der König eilt zu Hilfe, möchte gerne matt setzen. Sakkos. Vielleicht könnte auf Turm G7, geht der König F4, Turm D7, König F4, Turm G7 schlägt König G3. Das würde vielleicht Schachprogramme ziehen, die lauter Kraft nicht mal laufen können. Sollte gleich mal mein vegetarisches Gulasch umrühren gehen. D4, D7, genau. D4, D7, Enter. Und sofort auf der Stelle wird König F6 gezogen. E5, F6, es wird nicht überlegt hier. Ich bin zu gut. Soll ich dir mal Gulasch rühren? So, D4, D7, mein Jude, D4, 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 D7, D4, mein Jude, ich bin so gut, ich bin so toll, bin der Lippo, ja, jawohl, D7, D4. Na, könnt ihr jetzt Turm E4 ziehen? Dann würde der Turmschach kommen, König E5, dann Turm G6. Es ist nicht leicht und natürlich wird der Gegenzug ist geheim. No, er wird angezeigt. G7, G5, Turm D7 und da nichts mehr. 4,03 plus wegen Popos mehr. G7, G5. Meine Güte. Ich frage mich, inwieweit die Begeisterung vorhanden war bei der Computer-Weltmeisterschaft. Wohl 1980 war, glaube ich, die erste. Davor gab es sie noch gar nicht. Also die mussten sich nicht 1900... Obwohl, die richtigen WMs, die gab es ja früher auch schon. F1, G1. F1, G1. Ich habe mal von einer Partie gelesen. Das war von einer ganz alten Computer-WM. Da konnte ein Computer den anderen auf 3-4 verschiedene Art und Weisen einzüglich matt setzen. Konnte sich aber nicht entscheiden. Und hat die Partie im Nachhinein sogar noch verloren. F6, E5. Vielleicht Turm C4 den Springer angreifen. Obwohl, es sollte natürlich normalerweise gewonnen sein, aber sobald man die beiden Bauern gegeneinander tauscht, ist es schon Remis. D4, D7. E2, natürlich ein Schach geholt, ist ja ganz klar. Schach gesehen und Schach gegeben. Das ist die Freude hier im Leben. Nein, doch kein Schach. E5, F4. Der Bauer ist des Todes. Er fällt für Nüsse. Und das muss, ja, das Chess-System könnte dann noch Turm C7 ziehen, um den Springer mal anzugreifen. Und dann kommt Springer E4 und dann ist der Bauer trotzdem weg vom Brett. E5, F4. Der MM1 greift ihn zum Bauern an. E5, F4. Enteros. D7, D4 mit Schach. Kann er König, ja, König F3 konnte er ziehen. Turmschach, Turm E3. Zum Beispiel, wenn er tauscht, ist Ende. Ende im Gelände. C3, E4. The pawn is gone. The pawn is gone.
glaube, das Hauptproblem ist einfach, wenn man das dagegen so spielen würde, wer hat schon die Lust, hier minutenlang auf den Zug zu warten? Das kostet ja alles Lebenszeit. G1, F1, ein geschickter Zug. Letztens habe ich ein Video gesehen, als ich weiß gar nicht, wer gegen Nakamura. Der wird ja schon so ein bisschen nervös. War wohl Nakamura wohl Top-Favorit. Und dann kippt der Nakamura aus Versehen den Turm und macht einen Zug, drückt die Uhr und kippt aus Versehen den Turm in A8 um. Und stellt ihn dahin. Da geht das lange überlegen, was jemand da machen soll. Drückt dann hier auf Pause an der Uhr da und ruft den Schiedsrichter. Irregulärer Zug, wird er reklamieren. Da wird er sich den Sieg erschleichen, der Idiot. Und dann hat der Schiedsrichter aber auch gesagt, dass das kein irregulärer Zug ist. Das kann ja wohl passieren bei einer Partie, wenn du aus Versehen die Puppe umgibst. Also wenn man das schon reklamieren könnte, dann hat er noch länger überlegt, kam später in Zeitnot, das hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr beruhigt. Wie kann das nur sein? Mein Gegner kippt den Turm um und hat nicht automatisch abgelost. Los hier! Nicht so lange! E2, H2. Aleppo immer noch im Vorteil. Er muss ja den Turm decken. Das kann ich nur um Stunden handeln. Meine Güte. E2, H2. Interessant wäre vielleicht... Sekunde, E2, H2. Wenn man dieses Chess-System extrem pimpen könnte, meinetwegen 1 Gigahertz. Und dann gegen den Amsterdam oder gegen Dallas 32-Bit. Dallas 32-Bit gegen das Chess-System mit 100 Gigahertz spielen lassen. Ich glaube, der würde trotzdem nicht gewinnen. Also dieses Chess-System. F1, G1, greift den Turm an. Du kannst nicht entkommen. Turm A2, da sieht hier ein. Der will mich begrabbeln. Möglichst weit weg. H2, A2. Glaubst du, die beste Zeit für Schachcomputer, das war so für klassische Schachcomputer von 84 bis 90. G1, F1. F4, F3. Ja, droht jetzt momentan ja matt. Wenn das Turmschach kommt, dann fällt der Bauer. Und wenn jetzt, ja, König G1. Und König G1, Turmschach, König H2, Springer F2 und dann muss er schon den Turm droppen. Wo, da kommt Turmschach hier wieder. König E1. What? F1, die Parodie geht weiter. Einfach Turmschach, die Türme tauschen, den Bauern nehmen und danke. Ich meine, von der Wertigkeit ist das schon ein schönes Gerät. Die Tasten, so das magst du gefallen. Mit Spielstärke weniger. A2H1 Schach. Nein, ist ja so ernüchternd hier. D4, D1, A1, A2, natürlich D1, D8, die Variante ist so fantastisch. 5 Züge Crap. F3, E3, natürlich wieder nicht genommen. Turm, König E3. F3, E3. Ja. The Parody continues. Wie schlecht muss er erst der Mephisto 1 gespielt haben? Also dieser Brikett oder Mephisto Junior. D4, D5. Statt einfach das Schach gibt. Die Türme staut, den Bauern nimmt.
König H3 und König H2 und dann zur Dame wandert. Meine, die strecken die Partie wieder ohne Ende. Lippo, Mensch, ohne Geduld kann er gar nicht ertragen hier. A2, E2. Und vor allem, dass er für jeden Zug, die Zeit, die man eingeht, die braucht er wirklich für jeden Zug. Ich glaube, ganz Wahnsinnige, die haben dann 10 Minuten pro Zug eingegeben. Da haben zwischendurch immer einen Zug gemacht. Ja, für sowas sind diese Emulatoren gut. Dass man solche lahmen Klötze hier ein bisschen beschleunigen kann, dass man nicht wirklich ewig warten muss. E1, F1. Vielleicht sagt er, das macht in 7 oder so. E4, D2. Info A1, 7.0 ist der Vorteil hier, D5, D2, der Turm ist schon abgespuckt und dann sagen wir mal, traue ich das im Gerät durch, also, ich möchte gerne das Matt sehen. D5, D2, das hat das komplett, was ist los hier? D5, D2, das hat das Superchess-System sich verdient, sich hier abledern zu lassen bis zum Schluss, E2, D2. Ja, es wird da einfach quasi mit Turm König matt gesetzt. König E1, dann kommt hier Turm irgendwo auf siebte Reihe. Also D4, D5, whatever. Dann kommt wieder König F1, König F3, ich weiß es nicht. Das gibt nur Kopfschmerzen. Los! Endlich gibt er auf. Das ist so fantastisch. Meine Güte, die Partie des Jahres. Und ich bedanke mich fürs Interesse und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Also, ja, dolle war die Partie nicht. Ich glaube, F6 wurde rausdelektiert, warum auch immer. Wegen Grütze, Hirnmodus. Ich dachte einfach F6, Läufer muss irgendwas machen. Oder der greift den Springer an, dann wird trotzdem weggetauscht und dann auf A1 rausgenommen, Turm C2 wieder zurück und der Turm ist mehr. Aber was soll ich denn sagen? Mir ist sowieso schon schlecht. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.